Und jetzt möchte ich mal kurz die Teilnehmerinnen bitten, die jetzt eben von Anfang an dabei waren und mal jemand erzählen, was er jetzt mitgenommen hat von dieser neuen Perspektive, dass wir eben alle eine reine, wahre, liebende Identität in uns tragen, die niemals irgendetwas damit zu tun hat, was wir bis anhin glaubten, wer wir sind. Diese fehlerhaften Menschen, die nicht gut genug sind, die sich immer verbessern müssen, so werden wir ja konditioniert. Und es stimmt ja einfach überhaupt nicht. Ich habe euch da ja im Laufe unseres Trainings auch erklärt, warum es nicht stimmt. Und jetzt ist einfach so meine Frage, wo seid ihr jetzt, die ihr da dabei wart? Wo sind die Stolperpunkte? Was sind jetzt so die Erfahrungen, die ihr mitgemacht habt? Wer kann was sagen? Annika vielleicht? Ariane vielleicht? Maria vielleicht? Also für mich war es so, dass dieses ganze Training unheimlich viel an Gedanken ausgelöst hat. Einfach Auseinandersetzungen damit, einfach mal zu gucken, wie ist der Status quo, was bin ich wirklich, was sind meine Stolpersteine, woran halte ich mich fest, habe versucht, mich in dem Bereich dann zu lösen und habe für mich eigentlich jetzt so in der letzten Woche festgestellt, dass mir viele Dinge einfach sehr viel leichter gefallen sind, dass ich eine unendliche Gelassenheit an den Tag legen kann, dass ich also allem, was mir sonst begegnet ist, wo ich leichter mal die Ruhe verloren habe oder sowas, das einfach stehen lassen kann und einfach sagen kann, okay, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, das ist auch kein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, sondern das kann ich einfach gehen lassen. Und das war einfach ein super gutes Gefühl, einfach eine große Stärke und eine große Ruhe. Wow, super, das ist ja mega. Ina, magst du auch noch was sagen? Du warst ja auch von Anfang an dabei. Klick dich mal ein, da. Jetzt. Jetzt, genau. Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich hatte ganz viele Erkenntnisse für mich, die mich vorher, ich sag mal, vielleicht ein bisschen gefangen gehalten haben. Also Blockaden, die ich erkannt habe und auch so gehen lassen konnte. Und ich sage jetzt mal, manifestieren war es für mich so, dass ich gemerkt habe, das ist ja gar kein Kampf. Seid ihr wieder da? Ah, ja, Ja, jetzt. Ja, dass es mit Leichtigkeit geht, dass ich das Ganze auch als wie ein, es ist ein Spiel, es ist spielerisch, das zu, wenn ich wieder rausfalle, mit Leichtigkeit und nicht so verbissen, wie ich das die Woche davor noch so dieses, es muss unbedingt. Also das hat sich, ja, mir geht's ähnlich, ne? Also ich habe eine Ruhe in mir, ich kann mich ganz schnell wieder. Ja, bin ich überhaupt rausgefallen? Nein, gar nicht. So. wow. Ich find's richtig, richtig gut. Also hast du gemerkt, dass einfach nur dieser Mindset und diese Wahrheit über dich selber endlich klar zu kriegen, dass das eine wahnsinnige Abkürzung ist, oder? Ja. Keine Ja. Zwiebelchen mehr schälen, keine einzelnen Gedanken, Glaubenssätze drehen, sondern einfach von der Lüge die Ja, Wahrheit erkennen und die ja, Leben. genau. Und was ich für mich noch erkannt habe, was ich wirklich will, was ich manifestieren will. Also ich hatte drei Punkte. Das war Beruf, eigentlich Job und Beruf, Partnerschaft und Geld. Und das mit dem Job, das hat irgendwie überhaupt keine Priorität. Das fand ich total spannend. Und das Okay. konnte ich dann auch einfach für mich so, okay, dann ist das jetzt nicht dran. Das hat jetzt nicht die Priorität, aber die Partnerschaft und das Geld, das war auch für mich ganz leicht vorstellbar. Und du hast mich auch noch drauf gebracht mit deinem Ring. Und ich weiß genau, wie der aussieht. Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist so.
Und was eben auch noch lustig ist, oder? Geld ist eins, ja? Aber die Vorstellung, dass jetzt Geld unbedingt durch den Job kommen muss, genau, ist eine totale Einschränkung, ja? Ja, weil das absolut ist ja ein Glaubenssatz. Du denkst, wenn ich Geld will, dann muss das ein Job sein. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann ein Projekt sein. Es kann von mir aus ein Gewinn sein. Es kann eine Erbschaft sein. Weißt du, also es gibt ja zig Geschichten. Wie, und vielleicht ist es ja auch ein Job. Ja, vielleicht. Du musst es aber nicht wissen. Richtig. Richtig. Super. Und das macht das Ganze noch so leicht. Einfach leicht. Leicht ist einfach schön, oder? Ja. Wer mag noch was sagen von denen, die jetzt die ganze Zeit dabei waren? Maria, ja, seh dich. Tu mich mal einstellen. Sag mal. Jetzt, oder? Nee. Hört man mich jetzt? Jetzt, genau. Also ich habe das mein Magic ja gemacht, weil ich das eine oder andere vorher schon immer mehr so intuitiv gemacht habe und ich dachte, ich muss es jetzt irgendwie muss ich ein System finden und verfestigen, um in der Spur zu bleiben. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass dieses Training mir gezeigt hat, wie kurz das Ganze ist. Bei mir ist es so, dass so all diese alten Sachen, also das, so, was ich irgendwie mitgeschleppt habe aus Kindheit oder was an mir gehaftet hat, das ist, hat sich so bestätigt, dass das nicht mehr an mir klebt, dass also ganz, ganz viel weg ist. Okay, heute hat mich nur eine Sache eingeholt, aber nichtsdestotrotz, ich habe ganz, ganz viel, ganz schnell komprimiert, einfach die Gewissheit bekommen, dass ich das alles nicht mehr brauche und dass ich jetzt hier stehe und weiter nach vorne kann, ohne Ballast. So ist mein Gefühl, dass ich also so viel, also ich habe so abgeworfen, aber nicht in Schalen, sondern in, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich genau weiß, ich bin eine ganz andere, als wie man mich gemacht hat, kann ich jetzt, das fühle ich, damit kann ich, damit gehe ich in die Welt. Ich finde, das hast du ganz schön gesagt. Ich bin eine ganz andere als die, zu der man mich gemacht hat. Ja, das ist etwas, ich mache da in Wirklichkeit auch noch gar nicht ganz deutlich hin, weil in mir, also, so viel Kraft ist, die eigentlich immer unterdrückt wurde und ich habe die ja auch immer im Zaum gehalten, sodass bei mir steht so diese Leichtigkeit, Freude, Glückseligkeit, Einfachheit, Tun, Erleben, so dieses, all dieses schöne, fröhliche, das ist das, was ich jetzt so wirklich spüre. Und also auch erlauben kannst, oder? Erlauben kannst, dich damit zu... Ja, genau. Das, ich erlaube mir das und ja, also das ist... ich bin das jetzt. Schön, danke Maria. Möchte sonst noch jemand was teilen? Von denen, die von Anfang an dabei waren? Die unsere Besucherinnen und ich glaube, wir haben sogar einen Besucher auch dabei, bin ich ganz sicher. Glaub schon, Ivo. Würde gerne. Das, was? Warte mal. Wen haben wir hier? Also, dass unsere Besucherinnen und unser Besucher sich noch gut vorstellen kann, was da gegangen ist, sage ich jetzt mal in den letzten 3 Wochen. Sind wir ja eigentlich schon fast 3 Wochen dran, gell? Wer mag noch was mitteilen? Ja, ich könnte noch kurz. Ja? Der Mann, ich mach das auch. Da leuchtet da unten was, egal.
Also bei mir war es nicht so linear, ein bisschen kompliziert, aber ich merke auch, in vielen Bereichen ist es so einfacher geworden und ich bin ruhiger und es ist klarer. Mir sind auch viele Sachen aufgefallen, bei Sachen, die noch schwieriger waren oder sind. Und es ist was in Bewegung gekommen. Und jetzt habe ich jeden Tag ein Stück, habe mir Zeit genommen, trotzdem so viel los war, immer mal diese Präsentation nochmal anzugucken. Und bin eigentlich jetzt so mittendrin, also ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich merke am Tag immer wieder, wo man anders denken könnte und so. Also es ist schon gut. Also wo du merkst, hoppla, wer beurteilt jetzt diese Person? Was mache ich denn jetzt da? Was denke ich denn da wieder oder so, ja. Mhm. Wer ist denn jetzt hier unterwegs, oder? Mhm, ja. Ja, das ist, also für mich ist das viel. Ich bin ganz froh. Super schön, super, super schön. Hat sonst noch jemand was mitzuteilen? Sonst würde ich mit euch gerne euch einstimmen mit einer kleinen, ich will es immer nicht so Meditation nennen, einfach nur so eine Anleitung. Das ist da, was, oh, die Anja, Entschuldigung, uhuhu, Anja, claro. Die Anja hat es auch in ihrem ganz eigenen Tempo gemacht. Hört man mich? Ja, ja, genau. Mich? Hallo. Hört man mich? Hört man mich? Ja, man hört dich super. Ja, wunderbar. Ja, ich bin ja diejenige, die immer so so als Phantom mitgeschwebt ist. Ich war ja von Anfang an dabei, aber nicht live dabei, weil es irgendwie nie geklappt hat. Und also ich fand diese Arbeit ganz wunderbar. Es war einfach nur noch so ein Quäntchen für mich, was mir gefehlt hat, weil ich auch schon lange in dieser Richtung versuche, immer wieder aus diesen alten Mustern auszusteigen. Und ich kann eigentlich nur bestätigen, was Maria und Annika und Ina gesagt haben. Es hat sich so eine Ruhe eingependelt. Also ich bin jeden Tag richtig gut eingetuned. Und wenn es mal nicht klappen sollte, es gab dann auch einen kleinen Rückschlag, also das war dann gestern, aber ich war dann sofort dabei, habe mich aufs Sofa gesetzt und habe mich eingetunt und habe es nicht dann an mich rankommen lassen. Und also ganz wunderbar. Ja, das ist alles, fühlt sich leichter an, man ist wirklich nicht mehr das, was man früher war, also alles ist abgefallen, sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht kommt noch eine Welle, aber gut. Ist auch wurscht, ja. Kann ja. Dann soll sie kommen, ist mir auch wurscht. Hast du ja jetzt ein Bikini an? Heute habe ich ein Bikini bestellt für meinen neuen Urlaub. Von daher, ja, also ich kann es, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für Patricia, weil ich finde deine Arbeit wunderbar. Und ich habe dich ja durch YouTube kennengelernt und also, ja, wunderbar. Ja. Und das ist alles halt selbst erprobt, ne? Ja, aber das ist das Beste. Erprobt. Ich erprobe alles vorher, bevor ich es weitergebe. Ja, klar. Aber auch die Zusammenarbeit, obwohl ich nicht da war, aber auch mit der Maria und der Annika und mit der Ina, ich habe ja immer einen Tag später, konnte ich ja erst alles so mitarbeiten und was sie auch beigetragen haben. Ich dachte, boah, das ist so klar, was die bringen. Das ist so super. Also ich finde, so in der Gruppe ist es dann nochmal verstärkt, also als wenn man so alleine vor sich hinwurschtelt. Also das ist schon ein großer, großer Unterschied, muss ich sagen, ja. Danke dafür. Danke so, dir, alle. Dass du auch bestätigt hast, dass man das doch auch machen kann als Online-Kurs, wenn man nicht live dabei ist, oder dass das wirklich, hat mir auch, also dank den tollen Teilnehmerinnen, ist natürlich so geworden. Ja. Dass wir das teilen durften, oder? Wir haben natürlich auch alle gefragt, ob sie bereit sind, ihre Stimmen zu leihen. Und das hat natürlich sehr viel beigetragen, auf jeden Fall. Ja. Danke, Anja. Vielen Dank.